Und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ja, nach längerem gibt es jetzt nochmal ein Video von mir. Ich bin im Moment beruflich sehr eingespannt und komme kaum zum Werkeln, geschweige denn zum Filmen. Aber manchmal ist das so. Ich habe für mich eine dreistöckige Schubladenbox gebaut, weil ich Stauraum brauche. Und zwar habe ich die kreiert für diese kleinen Fläschchen hier mit den C-Beads. Davon habe ich keine Ahnung. Eine ganze Schüssel voll. Und da ich das nicht immer in dieser Schüssel haben wollte, habe ich mir gedacht, jetzt baust du dir eine Box. So, und zwar ist das dieses gute Stück hier. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen mehr erzählen. So. Ich habe das Paperpad hier benutzt. Das habe ich schon ewig und ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe. Und ich habe noch so viele schöne Paperpads und ich muss die jetzt so langsam mal anfangen zu verbasteln. Dann habe ich mir aus den Reststücken Blümchen ausgestanzt in verschiedenen Farben und Formen und habe die dann so für mich, wie es für mich schön ist, verteilt. Und wie gesagt, die ist für mich dementsprechend opulent. Ist die ganze Box gestaltet. So sehen die Seiten aus. Da habe ich überall nochmal Graupappe hinterlegt, damit das alles so ein bisschen Dimension hat. Ja, habe dann mit den Wachsen gearbeitet, die ich habe, die zeige ich euch gleich. Habe hier die Grundplatte auch nur mit Wachs bearbeitet. Unten hat sich schon ziemlich gelitten. Ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Metallschimmer in der Kamera so sehen könnt, bei dem Licht hier. Dann habe ich die Zwischenräume, da habe ich dreimal Graupappe aneinander geklebt und dann auch nur mit, so kann man es sehen, mit dem Wachs in Lila bearbeitet. Und die Schubladen, da habe ich als Knauf Nähmaschinenspulen genommen. Die passten farblich super und lassen sich auch gut handhaben. Ja, dann habe ich die von innen beklebt bis auf den Boden. Den habe ich mit Wachs gemacht, weil das Paperpad nicht mehr gereicht hat. Und jetzt sieht man natürlich hier so die Abschlüsse von dem Nassklebeband. Aber da das ja für mich ist, ist mir das ziemlich egal. Hier auch von der Rückseite. Ja, hier sieht man dann. Aber das macht nichts. Innen drin habe ich auch mit Farbe gearbeitet. Aber das kriege ich euch nicht eingefangen. Ich habe... Nee. Oder vielleicht ein kleines bisschen. Da, jetzt sieht man den Schimmer. Auch für innen hatte ich nicht mehr genügend Papier. Also habe ich einmal den Raum mit dem Distress eingesprüht und bin dann im Anschluss von Lindys mit dem Moon Shadow Mist da nochmal drüber gegangen. Und wie gesagt, die ist für mich, das reicht mir auch völlig. So, und dann hatte ich die passenden Wachsfarben hier, weil das ist ja alles in Grün und Lila gehalten. Und damit habe ich dann
die Ränder bearbeitet und ich muss sagen, ich probiere ja immer noch aus, aber ich bin wirklich hellauf begeistert. Den Effekt, den so ein Wachs erzielt, das ist schon schön. Aber wie gesagt, ich kriege doch so ein bisschen, könnt ihr sehen, ne? Diesen metallischen Effekt, also Wahnsinn, das ist wirklich schön. Ja, und die Schubladen, wie gesagt, sind alle gleich aufgebaut. Auch hier habe ich an der Front Graupappe doppelt aufgeklebt, damit das nicht ganz so langweilig aussieht. Und da passt auch ordentlich was rein, also sprich meine ganzen kleinen Glasflaschen passen hier rein. Dann habe ich noch Platz und dafür war das gedacht. Das werde ich mir noch farblich sortieren, damit ich eine Schublade in Blautönen, Rosatönen, Weiß und ja, dann habe ich die ordentlich verpackt und habe sie immer griffbereit. Ja, und das war's. Dann habe ich das Kreativbox getauft. Habe ich das Schild hier ausgestanzt, dann mit Windradfolie festgemacht und habe dann einfach nur Kreativbox draufgeschrieben. Ich habe keinen Stempel. Ja, natürlich der obligatorische Schmetterling. Einmal hier und einmal hier am Schild. Ja. Normalerweise bin ich schneller im Boxen bauen, aber ich habe, ja, da ich nicht so viel Zeit hatte im Moment, habe ich jetzt wirklich fast 3 Wochen an dieser Box hier gebaut. Hier vorne, da werde ich mir wahrscheinlich ja, noch so ein kleines Behältnis bauen und ja, wie so eine kleine Schale, die werde ich mir noch hier drauf kleben. Und ansonsten, ansonsten war es das. Also ich bin jetzt froh, dass ich sie endlich fertig habe, damit ich da die Flaschen jetzt mal einräumen kann. Und dann wird die hier bei mir auf dem Tisch stehen. Ich habe die Rückseiten extra nicht, also da habe ich keine Deko und nichts mehr drauf gemacht, weil das bei mir an der Wand stehen wird. Ja, und das ist eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit und mega stabil, weil ich die Graupappe doppelt genommen habe. Ja, dann würde ich sagen, also mir gefällt sie gut, vor allen Dingen auch grün und lila. Passt so ein bisschen zu meiner Wohnungseinrichtung und habe ja eine schöne weitere Box, wo ich Dinge aufbewahren kann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, vom Licht her ist das halbwegs okay. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.